Das war's, wir haben den Kern zerstört. Wir haben es geschafft. Lass uns hier abhauen. Hä? Du hast schon wieder deine Gestalt geändert. Jetzt ist alles wieder normal. Alles okay? Was ist passiert? Was passiert eigentlich mit dir, mit mir? Dieses Kind ist. Ohne den Kern leitet Laris die Selbstzerstörung ein. Flieht, die Zeit drängt. Kommt sofort zu uns zurück. Alle Gegner im Inneren von Laris haben sich abgeschaltet. Ich hau hier ab. Ihr beide solltet das gleiche tun. Schnell, beeilt euch! Wir sollten sehen, dass wir hier rauskommen, Red. Na klar.
Da haben wir einen echt harten Brocken zu fassen gekriegt, was? Das kannst du laut sagen, es wird kein Zuckerschlecken, das Ding auszugraben. Guck dir das mal an. Was ist los? Hast du ein hübsches Mädel ausgebuddelt oder was? Sieh doch selbst. Oh. Eine Art Maschine. Sieht so aus, als ob irgendwas in ihr stecken würde. Lass mich mal sehen. Meinst du das hier? Sehr gut, jetzt schauen wir mal. Wir sind mit der Lares-Aufräumen-Aktion durch, endlich. Das wurde auch mal Zeit. Seit wir ihn besiegt haben, sind schon ein paar Monate vergangen. In letzter Zeit haben wir Ellie überhaupt nicht zu Gesicht bekommen. Vermisst du sie? Vermissen? Die? Haha. Ich wollte doch nur Arbeit im Wert von 1 Milliarde Ringe aus ihr rauspressen. Anscheinend arbeitet sie mit Merville in irgendeiner Sache. Was das wohl ist? Ach, lass sie doch. Uns sollte nur interessieren, wie wir an noch mehr Jägerjobs kommen. In letzter Zeit hatten wir ganz schön viele Jobs mit fetten Honoraren. Und seitdem die Covers Büro verloren haben, verhalten die sich auch muckmäuschenstill. Play, wäre das eine gute Gelegenheit, unsere Sammlung in der Kabine aufzustocken? Ja, gute Idee, ich behalte es mal im Hinterkopf. Mir fällt gerade was ein, seit dem Kampf hast du dich nicht mal transformiert, oder? Fang doch nicht schon wieder damit an, okay? Ich weiß selbst nicht, was eigentlich passiert ist. Ah, okay, tut mir leid. Komm, gehen wir auf die Suche nach den fettesten aller fetten Jobs. Alles klar, nächster Halt.
Pharao. So Leute, was habe ich euch gesagt? Es ist ein neues Intro gekommen und alles mögliche. Und wir haben die zweite Geschichte entdeckt. Viele Sachen kaputt machen. Viel Geld sammeln. Viele Gegner besiegen. Ich brauche mehr für Ökologie. Ich glaube, da muss ich mehrmals fischen. Okay. Nächstes Ziel. Alles klar. Ach, ist gut. Eine neue Stadt, aber das werden wir ja sowieso im nächsten Part sehen. Wir machen jetzt nur das Duellschiff. Danach ist der Part auch vorbei. Ich lasse euch auf die Folter spannen. Hier sind die Duelle, an denen du derzeit annehmen kannst. Spezialregelmatch. Oh. Warte. Warte. Ich gehe erstmal rein. Speicher. Weil ich Angst habe, dass ich das nicht schaffen werde. Asmodeus verlassen. Damit, dass ich das auch auslassen kann, dass ich es nie wieder machen muss. Sind wir ja. Spezialregelmatch. Ein Schaukampf, der mit einem Spezialregel-Handicap ausgefochten wird, bringt die Menge mit einem besonders spannenden Match in Toben. Okay. Das Publikum verlangt nach mehr spannenden und aufregenden Kämpfen. Deswegen müssen Teilnehmer mit verschiedenen Handicaps kämpfen. Es hört sich nach Spaß an, ich bin dabei. Sag sie jetzt, warte. Egal, komm. Das werde ich noch in diesem Part noch schaffen. Heute gelten für jeden Kampf einzige Spezialregeln. Wer diese Regel nicht hat, also gut, ja. Greife den Gegner nicht? Achso, okay. Ich will das auch noch in diesem Part schaffen. Ja, verdammte Scheiße. Okay. Greife den Gegner nicht, also ich muss mit Pistolen kommen. Ach so, okay. Nun kommt der Höhepunkt dieses Events. Heute präsentieren wir einen packenden Showcamp mit verschiedenen Spezialregeln. Die Spezialregel für die erste Runde lautet, greife den Gegner nicht. Die Aufstellung der ersten Runde ist Red gegen Kurva-Soldaten. Ich werde dich besiegen und mir einen fetten Beförderung sichern. Erste Runde, fertig, los. Und... Ich schäme mich auch ein bisschen dämlich an, oder? Stirb. Ich könnte die locker jetzt packen. Egal, der eine ist tot. Komm. Du willst doch auch. Am liebsten würde ich den jetzt packen. Am liebsten würde ich den jetzt packen und einfach zur Seite werfen. Und stirb. Mein Traum von einer Beförderung, alles dahin. Ja, Pech gehabt, wenn du aufmuckst. Als nächstes kommt die zweite Runde. Die Spezialregel für diese zweite Runde lautet, nimm keinerlei Schaden. Ach, nimm keinerlei Schaden, okay. Da muss ich ganz besonders aufpassen. Komm, das werde ich noch... Das werde ich unter 17 Minuten schaffen, oder mindestens 17. Da kann ich einen Cut machen. Ja klar, hier kommen wir nun zur zweiten Runde. Nimm keinerlei Schaden. Okay, also kann ich die packen. Okay. Aber mit was werfen die? Das ist die bessere Frage. Schon verloren. Nochmal versuchen. Kann man es nicht überspringen? Ja komm, red nicht so viel. Ich will nicht so viel reden. Wieso kann man nicht einfach den Kampf nochmal machen? Ja, das hast du schon einmal gesagt.